Ich grüße euch ganz herzlich aus der Gemeinde Graz zu einem weiteren Kurzvideo zur Apostelgeschichte. Vielleicht hast du die Stimme aus dem kleinen Gerät des Autos schon einmal zu dir sprechen hören. Bitte wenden, bitte wenden. Wenn du mit dem Navigationsgerät unterwegs bist, erlebt man diese Momente. Man ist vertieft in ein Gespräch und fährt plötzlich weiter, obwohl man abbiegen hätte müssen. Man kennt vielleicht einen Weg, wo man denkt, dass er kürzer ist. Und plötzlich ertönt diese Stimme aus dem Lautsprecher. Bitte wenden, bitte wenden. Ein Aufruf zur Wende, ein Aufruf zur Umkehr. Wenn ich Apostelgeschichte Kapitel 9 und 10 zusammenfassen wollte, so würde Bitte wenden wirklich gut passen. Es geht auf der einen Seite um eine Wende im persönlichen Leben, auf der anderen Seite um eine Wende in der Mission der frühen Christengemeinde. In Kapitel 9 begegnen wir der Hauptperson der frühen Christenheit. Vom gnadenlosen Verfolger Christi zum hingegebenen und eifrigen Verkünder der Botschaft Jesu, Paulus von Tarsus. Dieser Mann begleitet uns in der Apostelgeschichte bis ans Ende, bis in Kapitel 28. Doch die Begegnung mit dem auferstandenen Christus aus Kapitel 9 ist der Wendepunkt im Leben des Paulus. Immer wieder wird Paulus diesen Tag erwähnen, als den Aufruf Gottes, bitte wenden an ihn. Doch Jesus arbeitet bei der Bekehrung des Paulus mit Menschen zusammen. Wir lesen in Kapitel 9, Vers 6. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Jesus hat Paulus vorbereitet, dass er bereit ist, auf jemanden zu hören. Doch Jesus hat noch jemand anderen vorbereitet. In Vers 10 heißt es, es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, einer der Männer, für die Paulus gekommen ist, ihn ins Gefängnis zu bringen. Dieser Mann, auch er, erhält eine Erscheinung Jesu. Jesus begegnet ihm und sagt ihm, er soll zu Paulus gehen. Doch Hananias ist zurückhaltend. Er kennt Paulus, er weiß, wer dieser Mann ist. Doch Jesus überzeugt Hananias und schlussendlich geht er hin. Und die ersten Worte, die Paulus von einem Mitglied der Gemeinde hört, die ersten Worte finden wir in Vers 17. Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Ist es nicht schön, wie Hananias dem Verfolger der Christenheit begegnet? Bruder Saul. Der frühere Verfolger und der Verfolgte sind verbunden durch Jesus Christus. In Kapitel 10 ist von einem Mann die Rede, der fromm ist. Er ist gottesfürchtig, er ist freigebig mit seinem Besitz, ja, er betet viel zu Gott. Das sind gute Voraussetzungen, da ist nur ein Problem. Er ist römischer Hauptmann der italischen Schar, ein Heide. Sein Name Cornelius. Im Denken der Gläubigen der damaligen Zeit war er von den Segnungen des Evangeliums ausgeschlossen. Die zweite Person, die uns in Kapitel 10 begegnet, ist Petrus, ein Christ, ein Judenchrist, auch er ein Mann des Gebets. Und als er gerade im Gebet ist, erscheint ihm ein Tuch, das vom Himmel herabkommt. Und er sieht in dem Tuch allerlei Tiere und Vögel. Es kommt ein Aufruf, schlachte und iss. Doch Petrus verneint. Es kommt noch einmal und noch einmal. Dreimal kommt dieses Tuch aus dem Himmel herab. Doch Petrus verneint immer wieder. Und dann verschwindet das Tuch wieder im Himmel. Als Petrus sich wundert, was wohl diese Erscheinung bedeuten mag, stehen plötzlich Männer vor seiner Tür. Sie fragen nach ihm und sie erzählen, dass Cornelius, ein römischer Hauptmann, sie gesandt hat. Petrus begleitet diese Männer zu Cornelius. Er predigt über Jesus. Und wir erfahren von Petrus selbst, wie er diese Erscheinung mit dem Tuch verstanden hat. In Kapitel 10, Vers 28 und 34 und 35 lesen wir Folgendes. Ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Petrus war gefangen im Denken seiner Zeit. Das Wirken der ersten Christen war auf die Juden beschränkt.
Die Nichtjuden galten als vom Evangelium ausgeschlossen. Doch Gott führt Petrus und die frühe Gemeinde einen Schritt weiter. Für die Gemeinde beginnt ein neuer Zeitabschnitt. Der letzte Teil von Jesu Zusage aus Apostelgeschichte 1, Vers 8: Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Welt, beginnt sich zu erfüllen, indem Paulus, der große Heidenmissionar, zu Gott bekehrt wird und indem Petrus erkennt, dass das Evangelium auch den Heiden gilt. Paulus und Cornelius, ein Verfolger und ein Heide, Kandidaten für das Reich Gottes? Weder für Hananias noch für Petrus. Gott öffnete ihnen die Augen, dass sie das erkennen konnten. Viele Menschen in unserer Umgebung sind dem Reich Gottes näher, als wir denken. Sehen wir sie? Wo ruft Gott dir in deinem Leben bitte wenden zu? Wo möchte Jesus dich gebrauchen, damit Menschen, die er schon vorbereitet hat, ihn kennenlernen können?